Karl und... Ja klar, ich bin wieder mitten in der Arbeit. Thailand-Urlaub ist vorbei, schade, war wunderbar. Ja, und jetzt freue ich mich natürlich auch schon wieder auf die Bundesliga. Weil ja, da geht's richtig los. Also es krabbelt schon in dem dritten Buch. Der VfB Bochum wird wie alle Jahre wieder auch in der Rückrunde jeden Abschied spielen müssen. Das ist eben so. Die haben keinen großen Etat, müssen immer wieder wichtige Spiele abgeben, aber wie gesagt, ich bin sicher, die bügeln das. Und das liegt nicht nur an der ordentlichen Mannschaft, an einem guten Trainer mit Koller oder auch einem überragenden jungen Manager, Stefan Kunz, hat ja lange da gespielt und er macht einen tollen Job. Der hat für mich ein Diamantenauge, es liegt vor allen Dingen an Werner Altegoer. Jahrelang Präsident, heute allmächtiger Aufsichtsratschef, aber viel mehr ist das. Der Garant, also ich sag mal einfach, der Fels in der Brandung. Er ist wirklich ein erfahrenes Schlachtross. Und das meine ich absolut positiv. Also wenn Krisen da sind, wenn Kritik kommt von den Zuschauerrängen, von den Medien, dann steht der Winner eins. Dann gibt dem Trainer, dem Manager, den Spielern Rückendeckung. Umgekehrt tritt ja auch mal die Spieler in den Arsch, wenn sie nicht richtig zünden. Und man muss sich mal vorstellen, nach der letzten Saison verlieren die ihre Achse. Drobny, super Torwart, der hat hervorragend gespielt in Bochum. So, geht nach Berlin, da spielt er nicht annähernd so gut, aber er ist weg. Und da haben die noch im Moment, die Bochumer, ziemlich viele Probleme mit. Vielleicht wird es Renault jetzt schaffen. Dann geht der Spielmacher Misimovic plötzlich ab nach Nürnberg, sind Pokalsieger, auf Wiedersehen. Und last not least noch der Torschützenkönig Gekas, den überhaupt herauszupicken, aus Griechenland. Das war schon eine tolle Leistung von Kunz, Koller und Co. Das muss man eindeutig so sehen. Jetzt fehlen die denen. Was machen die? Holen den Sestak. Kennt keiner. Der schlägt voll ein, schießt Tore, kommt vom Flügel, spielt jetzt zentral, bereitet super die Dinger vor. Also da muss man sagen, hallo, Herr Kunz, Herr Koller und Co. A la Bonheur. Da ist wirklich absolute Spitzenklasse. So, jetzt holen sie von Schalke den Assur, ist ein junger, schmächtiger Kerl. Ich kenne den noch als U21-Spieler, auch aus Mainz. Und ich bin ganz sicher, dass der jetzt in dem offensiven Mittelfeld zünden wird. Und dann spekulieren die ja noch so ein bisschen mit dem Japaner Ono. Ein Topspieler, Allrounder, der kann alle Positionen im Mittelfeld spielen. Am besten natürlich defensiv, zentral, da sind sie ja auch fleißig mit zugange. Der war schon da, hat trainiert, hat noch ein bisschen Gesundheitsprobleme. Wenn der fit wird und der wird verpflichtet, dann haben die noch zwei richtige Granaten im Mittelfeld. Und für den Sturm holt der VfL dann noch den Beilik, den Ukrainer. Der hat ja zuletzt auch noch hier im Jahr 2006 bei der WM gespielt. Dass er nicht Stammspieler war, war nicht verwunderlich. Da war Voronin gesetzt, da war Shevchenko gesetzt, wenn du dann schon dahinter stehst. Also kannst du auch keine Pflaume sind. Und die haben den verhältnismäßig günstige Bedingungen verpflichten können. Also muss man noch sagen, à la Bonheur. Und ich habe so ein bisschen im Urin, als wenn der auch noch richtig zünden würde vorne im Sturm. Also Bochum bleibt drin, ohne Wenn und Aber. Alles klar.